Val d'Etaro, Sie sind seit über 50 Jahren in der Schweiz. Sie sind aber nicht Schweizer, Sie sind Italiener. Ich bin nach wie vor ein stolzer Italiener, kurz in meinem Lebenslauf. Ich danke zuerst mal, dass ein direkt Betroffener sich mal das Wort wählen kann. Weil ich bin wirklich direkt betroffen. Und ihr merkt es, mein Berndeutsch seit 56 Jahren relativ gut integriert, aber eben kein Schweizer Pass. Oder? Ja, super Leumund, aber bis jetzt muss ich sagen, noch gar nichts schaden kommen. Nicht auf dem Kerbholz. Also, nicht auf dem Kerbholz. Also ab und zu ein paar Bussen, sagt, glaube ich, jeder, oder Herr Rangstutzi. Zu viel. Nein, aber ich bin der Erste, der sagt, ich wirklich der Erste, der sagt, das Land muss sicherer werden, die Schwerverbrecher, Vergewaltiger und so weiter und so fort, die, wo andere Leute töten, sollten raus. Was wir, aber das ist in der Ausschaffungsinitiative drin. Und jetzt geht es um die Härteklausel. Wobei ich das mache, jetzt möchte auf der Seite lassen. Mir geht es um Durchsetzungsinitiative. Darf ich vielleicht nachfragen, wieso sagen Sie Nein zu dieser Durchsetzungsinitiative? Warum? Weil sie bei mir Angst und Unsicherheit verbreitet. Weil ich nicht sicher bin, was der Katalog bedeutet. Wenn ich den lese und den ein paar Mal gelesen, dann bin ich wahrscheinlich mit dem Bein schon zu Tomodosso. Philipp Buhl. Kann ich sein? Ich will nicht. Nur schnell, wenn ich fertig mache. Ich will nicht auf die strapazierten Gartentörli eingehen und so weiter, Äpfel stellen, Velo stellen und so weiter und Bier stellen. Ein Velo habe ich daheim und Bier sollte es auch noch im Kühlschrank haben. Aber die Bagatellen, also in diesem Katalog, und das ist sehr wichtig, Herr Jositz, das hat er vorhin gesagt, ohne Vorsatz, ohne kriminelle Energie, das kann mir morgen passieren, dass ich im Strassenverkehr irgendetwas mache, wo ich nicht schuld bin, einem Unfall, ohne kriminelle Energie, ohne Vorsatz. Okay. Es kann eine Abrechnung kommen von der Krankenkasse, wo ich nicht merke, dass sie mir zu viel zurückgezahlt haben. Oh, ich check es nicht. Also auch wieder da kein. Und dann wird es passieren. Und dann nach zwei sättigen Bagatellfällen, nach 10 Jahren. Nein, da können Sie. Mal, Philipp Gut. Da können Sie völlig beruhigt sein. Also ich weiß zwar nicht, was Sie gegen Tomodossola haben, das ist eine hübsche Stadt, aber nein, jetzt wird ernsthaft. Sättige Sachen sind gar nicht auf der Liste. Das liegt ganz logisch, völlig klar. Es stimmt. Herr Jositz, stellen Sie mich einmal los. Vielleicht einmal mal in diese Richtung. Danke. Philipp Gutz. Das Problem ist, meinen Sie es vorher auch, Sie haben sich doch im Unterholz schon verirrt. Das Grundproblem ist doch das. Wir haben eine enorme Kriminalität in dem Land, sehr gestiegen. Seit einigen Jahren ist die Kurve sehr stark aufgegangen. Und ich kann es nur ganz kurz sagen, wir haben in den Gefängnissen in der Schweiz 73% sind Ausländer. Ich schweife die ab. Es ist ja so, die ganz schweren Delikte gehen sie sofort weg. Wenn sie aber mittelschwere Delikte machen, braucht es Wiederholungstäter. Und das, wenn die ausschafft, tut das die Sicherheit von allen in der Schweiz verbessern, auch von Ihnen, Herr Varetaro, von allen anderen Secondos oder dritten Generationen und auch von den Schweizern. Also die Initiative tut letztlich allen gut, auch in den Ausländern. Also jetzt ganz konkret der Fall, den er geschildert hat. Es kommt zu einem Verkehrsunfall, kann auch fahrlässig sein, das gibt ohne weiteres eine Geldstrafe. Wenn er nachher innerhalb von 10 Jahren nochmals ein Delikt verübt, und das kann eins von diesen Bagatellen aus dem Katalog 2 sein, kommt es automatisch zu einer Wegweisung. Und Sie behaupten, das stimme nicht, es ist falsch, was Sie sagen, das ist absolut richtig, das Beispiel. Und jetzt kommt noch etwas dazu. Der Sozialmissbrauch, den er erwähnt hat, würde sogar beim ersten Mal, ohne betrügerische Absicht, ohne Arglist, würde zur Wegweisung führen. Okay. Ja, es befindet sich kein Problem. Nationalrat, Herr Amstutz, der Daniel Jositz weiß genau, dass das nicht stimmt. Er behauptet das wieder. Was? Er weiß genau. Bitte. Also, der Lüge sagt doch erstens, nicht einfach behaupten. Nein, Moment, Fakt, bitte, Herr Amstutz. Ich sage dir jetzt, was das zweite Mal, nachdem das Gliedrig ist gefahren, raus müsste. Er muss jemanden zusammenschlagen.
Er muss stellen mit Hausfriedensbruch. Er muss Scheckbetrug machen. Er muss jemanden entführen. Jetzt, Moment, jetzt rede ich. Und der Sozialmissbrauch? Darf jetzt, ich rede. Haben Sie das nicht schon vorgelesen, Herr Amstutz? Nein. Er muss sexuelle Handlungen haben. Nein, Sie hören es doch nicht gern. Er muss illegal einreisen, er muss Drogenhandel machen. Und ich rede von Bagatelldelikten. Er hat jetzt nicht mehr gehört. Was ist so schön am Sozialmissbrauch? Entschuldigung, ein Moment. Philipp, gut, jetzt ist kurz ein Punkt. Sonst verstehen die Zuschauer die Heim überhaupt gar nicht mehr. Ich möchte einen Punkt klären, Adrian Amstutz, und Sie kommen das Wort als Erste wieder rüber. Ist der Sozialhilfemissbrauch drin? Ist das Szenario vom Herrn Valditano tatsächlich ein mögliches Szenario? Der Punkt, Sozialhilfemissbrauch. Das ist nicht ein Delikt, das zu einer Ausschaffung führen würde, weil er jetzt nicht bösartig gemacht, nicht vorsätzlich, und darum wird er nicht ausgeschafft. Können wir den Punkt klären? Ganz klar. Der Sozialmissbrauch ist drin, und da braucht es keine betrügerische Absicht. Übrigens, ein neuer Artikel, der eingeführt werden soll, der selbst für Schweizer gilt, das wissen viele Leute nicht, es geht also bei Durchsetzungsinitiativen, gibt es auch eine Verschärfung des Strafrechts für Schweizer. Und beim Sozialmissbrauch, wo jemand etwas falsch deklariert, ohne Arglist, ohne betrügerische Absicht, kann eine Freiheitsstrafe geben, bis zu 5 Jahren, steht ja, so aber, im Text. Aber bitte schön, jetzt haben wir gerade einen solchen Fall gehabt, ja, Bern, wo jemand hat 6 Jahre seine tote Frau nicht gemeldet. Was hat er bekommen? Ein bisschen bedingt, und zwar noch bedingt eine Geldstrafe, oder? 6 Jahre nicht gemeldet. Und der würde dann aber ausgeschafft? Ja, der würde ausgeschafft, selbstverständlich. Okay. Aber dem passiert heute nichts. Aber so etwas, da passiert niemandem etwas in diesem Land. Das ist eine reine Angstmacherei von Herrn Josic, der haargenau weiss, wie der Titel lautet. Es heisst zum Beispiel, in leichten Fällen kann auf Buße erkannt werden. Oder? Und vorher, wer sich oder andere durch unwahre und unvollständige Angaben oder unvollständig, durch Verschweigen wesentlicher Tatsachen oder Geld erschleicht. Aber da geht es um höhere Beträge. Und zwar ist die Praxis etwa die, der Herr Josic, wie ist das haargenau? Da redet man sicher nicht von dem Bagatellfall. Das sondern ist von Ihnen. Mindestens wie viel? Sind 300 Franken. Ab 300 Franken ist ein leichter Fall. Ja. Das ist ein Diebstahl, ist das so. Ich würde sogar im Amtsschutz noch einmal den Katalog zu lesen, der in dieser Durchsetzungsinitiative ist. Das hat mir Angst und Bang gemacht. Ihr müsst also keine Angst haben. Ja, das. Also, ich gehe jetzt davon aus, dass ich straffrei bleibe. Ja. Aber es kann morgen passieren, dass ich ohne Vorsatz im Straßenverkehr etwas bosge oder eben die Krankenkasse zu viel zurückzahlt und so weiter. Lassen wir es sofort. Wie? Lassen wir es gelten, Herr Walter. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Ja, Sie haben das Wort. Also, solche Bagatellen sind nach meiner Lesart von diesem Katalog einfach drin. Nein. Und da kann ich ohne Vorsatz betonen, noch einmal ohne kriminelle Energie, würde ich so etwas machen und dann plötzlich wird die Automatik. Haben Sie noch etwas Klärendes beizutragen oder sind Sie wieder